Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über die Stratosphärenballone. Wir haben vom Hans-Peter ja in seinem vorherigen Vortrag über die Satelliten etwas gehört. Stratosphärenballonprojekte sind diesbezüglich sehr ähnlich. Das sind Projekte, die man im Endeffekt fast selber machen kann. Worum dreht sich es bei uns? Wir beobachten Stratosphärenballonprojekte, die von Funkamateuren, Studenten und Privatpersonen in die Luft gesetzt werden. Hier mal die Gliederung des Vortrags. Wir werden uns um das Thema Sichtweite kümmern, dann die Hardware. Wir verwenden oder ich verwende den Raspberry Pi, dann einen Blick auf die Antenne. Softwaremäßig werden wir APRS genauer untersuchen müssen. Dann gebe ich euch mal einen Einblick, wie man so eine kleine Tracking-Station aufstellen kann. Das Thema SSTV werden vielleicht einige von euch kennen. SSDV dürfte vermutlich neu sein. Hat schon mal jemand was von SSDV was gehört? Aha. Ein paar Hände gehen hoch. Nichts. Okay. Und zu guter Letzt haben wir da noch ein paar Missionen, die wir da beobachtet haben. Genau, fangen wir an. Bei den Projekten, die wir so beobachten, das sind Projekte, die von Funkamateuren kommen, das sind Projekte, die Studenten realisieren. Im Wesentlichen handelt es sich aber immer um Eigenbauten. Das heißt also, was da fliegt, das haben Leute selber zusammengebaut. Was gibt es zu empfangen? Da sind also APRS-Daten, die versendet werden. APRS ist ein System, um Telemetriedaten bzw. Positionsdaten zu übertragen. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit dem Problem zu tun, dass die Leute, die diese Ballone in die Luft setzen, auch ihre Nutzlast wieder haben wollen. Sie wollen wissen, wo das Zeug liegt. Übertragen werden unter anderem Bilder, Videos und wenn man Glück hat, dann führt so eine Nutzlast manchmal auch ein Relais mit oder einen Lineartransponder, je nachdem. Was ich selber noch nie gemacht habe, das sind Sonden von Wetterdiensten abgreifen. Habe ich noch nicht gemacht, hat mich noch nicht so richtig interessiert. Ja, kommen wir zum ersten Problem. Die Sichtweite. Die Aussendungen, die so ein Ballon macht, sind in den meisten Fällen im UHF-Bereich. Bei UHF ist es so, dass wir grundsätzlich Sichtverbindung zu dem entsprechenden Objekt haben müssen. Ohne Sichtverbindung wird es uns schwerfallen, was zu empfangen. Nehmen wir die Erde, ich habe das mal angedeutet, mit so einem kleinen Halbkreis. Wir kennen den Erdmittelpunkt, wir kennen den Radius. Wir wollen die Sichtweite berechnen. Wir haben die erwartete Höhe von dem Ballon. Führt uns zu folgender Formel. Pythagoras, werdet ihr kennen, kein Problem. S² plus R² ist gleich Klammer auf, r plus h im Quadrat. Wenn man das dann ein bisschen umstellt, kommt man auf die Formel hier unten, die hier unten steht. Fällt irgendjemandem etwas an dieser Rechnung auf? Der Erdradius ist größer. Das ist richtig. Der Erdradius ist größer, weil wir im UHF-Bereich eine Beugung haben am Erdradius. Das heißt, wir können mit einem größeren Erdradius rechnen, als er eigentlich ist. Daher kommen diese Größen. Erdradius ist richtig und da haben wir es. Was können wir noch machen? So schaut das dann aus, wenn wir das Ganze mal in ein Plotprogramm hineingeben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, mit welchen Sichtweiten wir das hier zu tun haben. Wir haben also hier bei einer Höhe, sagen wir mal von 30 Kilometern, eine Sichtweite von ungefähr
700 Kilometern. Nochmal zurück. Genau, 700 Kilometer. Das bedeutet, dass der Ballon einen Fußabdruck hat von 1400 Kilometern. Muss man sich mal überlegen. Also 1400 Kilometer bei 30 Kilometer Höhe, das ist ganz ordentlich. Da geht was. Also für das Thema Relais oder Lineartransponder macht das richtig Sinn. Aus dem Blick der Beobachtung heraus können wir aber noch was tun. Wir können uns auf den Berg stellen und versuchen, dort die Reichweite zu erhöhen. Gehen wir her, Formel haben wir. Sieht jetzt zweimal aus, also wir haben also oben diese Gesamtstrecke, setzt sich also aus zweimal dieser Teilstrecke zusammen, S1 und 2. Ja, und wenn wir das mal in unser Programm hineingeben, dann kommt das heraus. Ist jetzt hier ein bisschen schlecht zu sehen. Man sieht also, je höher unser Beobachtungsplatz ist, den wir haben, umso weiter kommen wir. Allerdings ist das Ganze eben nicht linear, sondern es lässt stark nach. Ich habe das mal hier ausgerechnet, mal hier drauf getan. Die ersten 1000 Meter, die wir an Höhe gewinnen, bringen richtig was. Von 2000 auf 3000 Meter Höhe sind das nur noch 50 Kilometer, die wir an Sicht gewinnen. Also nicht mehr so viel. Und wenn man im Gebirge unterwegs ist, weiß man, was das bedeutet. Von 2000 Meter auf 3000 Meter oder ich bewege mich unterhalb der 2000 Meter. Das ist der Grund, warum wir also mit den Alpen, die wir hier haben, im Voralpenland, kommen wir ganz gut auf diese Höhen. Da macht es richtig Sinn, von dort aus zu beobachten. Tja, das mal so als Einstieg. Die Hardware. Ich verwende ganz gern den Raspberry Pi. Warum ist das so? Wir haben einen relativ geringen Preis, das System ist verbreitet, hat eine ausreichende Leistung und ist quasi ein PC für die Hosentasche. Ich finde ihn total super, er hat seine Schwächen. Ich habe dann angefangen, das Ganze, ja, das ist so meine Wunschliste, ich habe angefangen, mir zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Habe mir diese Wunschliste zusammengestellt. Ich will ein anständiges Gehäuse haben. Also bei dem Raspberry Pi kriegt man relativ schön Plastikgehäuse. Das ist gut, hat aber wiederum das Problem, dass wir hier kein dichtes Gehäuse haben, dass das Ganze nicht hochfrequenzdicht ist, ist schwierig. Der nächste Punkt war der Stromanschluss. Der Stromanschluss bei dem Raspberry Pi ist ein echtes Problem. Was für das Handy noch einigermaßen funktioniert, so ein kleiner USB-Anschluss, ist im Outdoor-Betrieb ein echtes Problem. Der ist sowas von kontaktunsicher. Ich habe mir eine Lösung überlegt, ich nehme den Substecker her. Passt, alles gut. Ich habe es mal mitgebracht. Das ist dann sowas. Und je nach Anwendungsfall kann ich dann den Raspberry Pi an so ein Kabel stecken. Es gibt noch ein paar andere Kabel, die ich je nach Anwendungsfall dann eben konfiguriert habe, wo ich das Gerät dann verwende. Der Raspberry Pi hat als Architektur noch das große Problem, dass er keinen Soundeingang hat. Das ist eine echte Schwachstelle. Da hilft eigentlich nur eine USB-Soundkarte. Dann hatte ich mir noch überlegt, na gut, wenn ich mit einem Funkgerät unterwegs bin, dann will ich vielleicht auch ein Interface haben. Will ich ein Cut-Interface haben. Also baue ich eine RS-232-Schnittstelle rein, die auf Basis einer USB-Schnittstelle läuft. Dann ist mir noch wichtig, eine gewisse galvanische Trennung zwischen den Systemen. Das werdet ihr kennen, wenn ihr also ein Rechensystem habt und ihr schließt das direkt ans Funkgerät an. Das kommt nicht so gut. Da habe ich mir überlegt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, nicht wie üblich, das über einen Transformator oder über Optokoppler zu lösen, das Problem, sondern ich wollte mal ausprobieren, wie ist es denn, wenn wir das auf der USB-Seite trennen. Das hat mich dann zu der Lösung zu USB-Isolatoren hingeführt. Werden wir dann später noch sehen, wie das aussieht. Was ist noch wichtig? Eine WLAN-Antenne wollte ich auch noch mit dabei haben und eine batteriegepufferte Uhr. Wichtig.
So, und so schaut das Ganze dann aus. Das ist der Teil, den ich dann gebaut habe. Der Teil betrifft jetzt nur die USB-Isolatoren. Man sieht also hier schön die zwei Isolatoren. Darunter sind DC-DC-Wandler, die die Gleichspannung quasi isolieren. Und auf der rechten Seite sind dann jeweils diese zwei, einmal die Soundkarte und einmal diese RS-232-Schnittstelle. Von da aus geht es dann auf den Stecker und das war's. Schön an dem Raspberry Pi 2 bzw. 3 ist, dass er das Netzwerk, dass er das WLAN bereits mitbringt. Und die haben auf der Platine ein Onboard-WLAN, das man mit einem kleinen Stecker so umbauen kann, dass man das nach außen führen kann. Ich will das Ganze in ein Alu-Gehäuse einbauen, da macht sich die interne Antenne nicht so gut. Ich habe mir dann mit viel Mühe hier diesen SMD-Stecker hier drauf gelötet. Ja, das funktioniert ganz gut. Ja, was habe ich noch mit dem Raspberry Pi gemacht? Ich habe ihm den zweiten USB-Block heruntergenommen. Das kann ich machen, das muss ich machen, weil ich brauche ja zwei USB-Anschlüsse, die ich intern verwenden will. Das führt dazu, dass das Gerät von außen jetzt aussieht wie ein Raspberry Pi der ersten Generation. Ich habe das Gerät mal mitgebracht, das ist er. Also wenn ich den so herzeige, dann verdreht es den meisten die Augen und denkt, Mensch, mit so viel Rechenleistung kommst du aus. Ja, aber, ich kann das gerne mal rumgehen lassen, das ist das fertige Gerät. Ja, das ist mal ein Blick in den zerlegten Raspi. So sieht es dann aus, wenn er dann kurz vorm Einbau steht. Hier ein Blick ins Gehäuse. Da sind die zwei USB-Isolatoren zu erkennen auf der rechten Seite. Dann kommt ein Stromspannungswandler und auf der linken Seite ist der Step-Down-Wandler zu erkennen. Ja, so sieht es aus, wenn alles eingebaut ist. Recht kuschelig die ganze Geschichte. Hier sieht man schön den Stromanschluss. Ich habe also diesen katastrophalen Stromanschluss so gelöst, dass ich hier zwei Flächen verwende, die normalerweise für Messpunkte vorgesehen sind und ich löte dort direkt die Stromversorgung an. Geht also problemlos. Das hat unter anderem auch den Vorteil, dass die kompletten Schutzschaltungen, die auf dem Raspberry Pi drauf sind, nicht umgangen werden, sondern ich speise tatsächlich an der Stelle ein, wo der USB reingeht. Da ist noch ein Verpolungsschutz dabei, Überspannungsschutz und alles. Die andere Möglichkeit wäre, dass man die Spannung quasi über diesen GPIO-Pin mit anlegt, aber dort umgeht man das Ganze. Es ist also sinnvoller, das an der Stelle zu machen. Ja, so sieht es aus, wenn es fertig ist. Jetzt haben wir zwar einen PC für die Hosentasche, aber es fehlt noch was Entscheidendes. Das Display. Wie lösen wir das Problem? Da habe ich auch lang rumdiskutiert mit dem Rainer. Danke nochmal für deine Nerven, die du da gelassen hast. Ja, was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, dass wir ein Tablet dazu hernehmen wollen. Tablet oder ein Handy. Das Ziel war so ein bisschen, ein Android-System zu nehmen. Die Lösung, auf die wir dann gekommen sind, sah dann so aus, dass wir auf den XVFB zurückgreifen. XVFB, das ist quasi eine virtuelle Grafikkarte, die man in dem Rechner hat. Damit leiten wir den physikalischen Bildschirm um, der da drin ist. Das heißt, wir machen eine Kopie von der Grafikkarte und schicken die per Netzwerk raus. Maus- und Tastaturunterstützung war dann auch so eine Geschichte. Wer schon mal eine Tastatur oder eine Maus auf dem Tablet bedient hat, weiß, dass das nicht so optimal ist. Und hier, das sieht man an dem Gerät, was rumgeht, da ist ein Dongle draußen dran, für eine externe Maus und Tastatur. Die wirken natürlich auf den Bildschirm, den wir nicht sehen. Ja, WLAN. Das ganze Ding installieren wir als WLAN Access Point. Da kommt ein DHCP mit und ein DNS. Vorteile von dieser ganzen Lösung sind,
Man kann sich im Endeffekt mit dem Bildschirm frei darum bewegen um das ganze Gerät. Kein Problem, man hat alles schön frei. Man kann sogar andere Leute an dem Bildschirm mit teilnehmen lassen. Sie können sich dort draufschalten und können den Bildschirminhalt auch mit angucken. Tja, so sieht die Lösung dann aus. Hier ist mal ein FL-Dicky im Einsatz. Das ist gerade ein Wettercenter. Funktioniert alles sehr schön. Problem an der Geschichte ist, es funktioniert so lange gut, solange ich nicht in die Sonne komme. Und ja, jetzt haben wir weiter überlegt, was können wir denn an dieser ganzen Situation ändern? Wir sind ja doch eher outdoor-mäßig unterwegs. Diese Maschinen stehen eher auf Bergen. Und hier muss man sich irgendwas einfallen lassen. Unsere Lösung sah dann so aus, wir haben uns überlegt, was sind die besten Displays, die bei Sonnenlicht, die am besten mit Sonnenlicht klarkommen. Worauf kommt ihr? Elektronische Tinte. Und genau das ist die Lösung. Wir haben ein Tablet gefunden, das ein freies Android unten drunter hat. Und bei dem ist es gar kein Problem mit dem Sonnenlicht. Genau genommen kann da gar nicht genug Sonnenlicht drauf fallen. Das einzige Problem, was diese Displays haben, ist, dass sie sehr stark zu Artefaktbildungen neigen, wenn es dynamische Inhalte gibt. Man sieht das hier so ein klein wenig. Auf der Seite hier verschmiert das Ganze relativ stark. Der Teil hier. Das geht dann hier raus. Hier müsste eigentlich ein Balken zu sehen sein. Wenn ich auf Farbtiefe und wenn ich auf dynamische Inhalte weitestgehend verzichte, sind das die idealen Displays bei Sonnenlicht. Ganz klare Geschichte. Ja, so sieht die Station dann aus und damit kann man dann schon ein bisschen arbeiten. Erfahrungen mit dem Display? Also wie gesagt, Sonnenlicht ist gar kein Problem. Sie haben einen extrem niedrigen Energieverbrauch und sind sehr gut für X-Terminal-Geschichten geeignet. Ja, dynamische Inhalte sind also ein Problem. Kommen wir zur Antenne. Antenne habe ich mich für einen Entwurf von Martin Steyer, DK7ZB, entschieden. Viele von euch werden ihn kennen, der war auch schon mal auf der Amateurfunkkonferenz. Wir werden im 2-Meter-Band sehr viel machen, APRS ist wichtig, deswegen also eine 2-Meter-Antenne mit eben einer Antenne ungefähr mit 9 dB gewinnen. Meine Anforderungen, wieder meine Wunschliste, portabel optimiert im Gewicht, sollte für SOTA hergenommen werden können, weil ich auch sehr viel SOTA-mäßig unterwegs bin und soll optional als Kreuz-Yagi aufbaubar sein. So sieht das ganze gute Stück aus. Ein treuer Begleiter, hat sich wirklich bezahlt gemacht. Hier mal eine Detailansicht, wie das aussieht, wie die Elemente montiert sind. Auch alles so, dass es relativ schnell geht. Das ist der Dipol, die Einspeisung. Das ist auch ein Stück Pertinax, wo also ein Stück Aluminium draufgeschraubt ist, wo die Elemente eingedreht werden. Ja, so viel zur Antenne, die hat sich also echt bewährt. Die ist schön leicht, die kriegt man gut in den Rucksack unter. Wind ist bei dem Gerät ein bisschen ein Problem. So, machen wir weiter. Software. Wir müssen uns um APRS kümmern. Ich habe eigentlich noch kein Projekt gesehen, das auf APRS verzichtet hat. Es sei denn, es sind Projekte, die keine Amateurfunkfrequenzen nutzen. Die meisten Ballone, die ich beobachtet habe, haben APRS mit dabei. Ja, ein System, kennt jeder von euch, entwickelt in den 80er Jahren mit dem Ziel, Positionsdaten von mobilen Stationen per Amateurfunk zu übermitteln. Es gibt Wetterstationen, es werden sehr viel Telemetriedaten übertragen. Ihr werdet es vielleicht kennen. Genau, Basis ist das AX25-Protokoll. Wir machen dort AFSK, 1200 Bit die Sekunde im 2-Meter-Bereich. Es wird kein Handshake gemacht, auch eine wichtige Geschichte. Das heißt also, da wird quasi blind gesendet. Und die Erweiterung findet durch DigiPeter statt. So. Ballontechnische Aspekte. Die Position, die das APRS
verschickt, wird auf Basis eines GPS-Empfängers ermittelt. Und das ist bei Ballonen ein kleines Problem. Insofern, dass die Amerikaner gesagt haben, die GPS-Empfänger müssen gewisse Grenzen haben. Die wollen verhindern, dass sie durch ihr eigenes System angegriffen werden könnten. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dieses GPS dazu verwenden, um eine Rakete zielsicher an ihr Ziel zu bringen. Und deswegen sind diese komischen Daten gegeben. Das heißt also, wenn ein GPS auf eine Höhe von 18 Kilometern oder eine Geschwindigkeit von größer 1900 Kilometern beschleunigt wird, liefert der GPS-Empfänger Müll. Das sollte man wissen, wenn man solche Stratosphärenballone startet. Jetzt ist das große Problem, dass wir das nicht ohne weiteres ausprobieren können. Wir wissen erst, wenn wir diese Grenze überschritten haben, ob das Ding da oben funktioniert oder nicht. Schwierig. Andi hat damit seine Erfahrungen gemacht. Ja, es gibt Datenblätter. Und manche Hersteller machen es einfach und sagen einfach, ab 18 Kilometer liefern keine Daten mehr. Eigentlich ist das eine Vorgabe mit einer Unverknüpfung. Manche GPS-Empfänger haben aber auch noch einen sogenannten Flight Mode, in dem man sie setzen muss, dass sie überhalb von 12 Kilometern was liefern. Das Problem hatte ich. Also insofern, ja. Ja, es ist halt in der Dokumentation drinstehen. Ausprobieren ist schwierig. Es ist sehr schwierig, die Daten abzugreifen, wenn man nicht genau weiß, was da zurückkommt. Also es ist ein echtes Softwareproblem, weil man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiß, was sind da für Zahlen, die da zu erwarten sind. Und das dann noch richtig zu verarbeiten, ist schwierig. Gut, APRS müssen wir irgendwie dekodieren. Ich selber greife auf den Multimon NG zurück von Elias Önal. Das ist eine Open Software. Das ist ein kleines Programm. Ich habe mal die Quelle hingeschrieben, wo es das gibt. Und das ist wie so ein Schweizer Offiziersmesser. Das Multimon NG dekodiert eine ganze Menge. Unter anderem eben auch AFSK 1200. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das ist ein Programm für die Kommandozeile. Für die Windows-Freunde unter euch wird es jetzt hier schwierig. Das hat extreme Vorteile, dass das so ist, weil das ist ein Programm, mit dem sich sehr schöne Dinge erledigen lassen. Ich habe das hier mal angedeutet. Das Programm kommt im Endeffekt mit zwei Dingen klar. Der erste Fall ist, ich gebe dem Programm eine Audiodatei und es dekodiert es. Und der zweite Fall ist, ich klemme das an das Audiosystem meines Linux dran. In dem Fall das Pulse Audio. Aus beiden kann der einen dekodierten Datenstrom auf Standard-Out liefern. Audio rein, dekodierter Text raus. Das war's. Mehr macht das Ding nicht. Die Software ist normalerweise nicht standardmäßig auf dem Rechner drauf. Das heißt, wir müssen die erst einmal holen und wir müssen sie dekodieren. Was brauchen wir dazu? Das sind gewisse Voraussetzungen. Wir brauchen den Git. Wir brauchen den GCC, wir brauchen den SOX. Kennt das jemand, SOX von euch? Das ist ein Programm, das ist auch wieder so ein Schweizer Offiziersmesser, mit dem alles geht. Das ist ein Tool, mit dem man Sounddaten bearbeiten kann. Sehr schönes Teil. Ja, wir brauchen den QMake. Dann installieren wir da ein bisschen rum. Hier mal auf Basis eines Ubuntus. So, und hier haben wir den kompletten Bildvorgang. Wenn wir also alles da haben, dann führen wir diese Befehle aus. Der dritte Befehl oben klont das Git. Dadurch kommen die Daten bei uns auf den Rechner. Dann wechseln wir in das Verzeichnis hinein. Dann wird ein QMake gemacht. Der QMake erzeugt die ganzen Make-Files. Mit Make wird das eigentliche Programm übersetzt auf ein Binary. Und mit make install wird das Binary installiert. So, wenn das alles einigermaßen fehlerfrei geklappt hat, muss man gucken, da kann man viel Zeit rein investieren, ob das klappt oder nicht. Aber vom Prinzip her ist es nicht mehr, wie da auf dem Bildschirm steht. Dann sieht es so aus. Was habe ich hier gemacht? Ich bin hier mit einem Browser, mit einem SDR, auf den SDR vom Olympiaturm gegangen. Der kann 2 Meter. Habe da die Frequenz vom APRS eingestellt.
Dem Multimon NG habe ich mitgegeben, dass er AFSK 1200 dekodieren soll. Und das sind live dekodierte APRS-Meldungen, die man hier auf dem Bildschirm sieht. So. Damit kann man ein bisschen was anfangen. Geht also relativ schmerzfrei. Jetzt müssen wir noch uns um das Thema DigiPeter kümmern. Ich hatte das vor uns kurz angesprochen. Man versucht mit DigiPeter die Reichweite von APRS zu erweitern. Wenn ich jetzt mit meiner Antenne irgendwo stehe und die richtige Frequenz eingestellt habe, dann höre ich ein relativ großes Gewirr, das ich irgendwie auseinandernehmen muss. Verfolgen wir mal ein Paket, das von einem Ballon, nennen wir das mal DB0 Ball, ausgesendet wird. Das Originalpaket habe ich hier als Beispiel an erste Stelle geschrieben. So sieht das aus, wenn es direkt vom Ballon kommt. Wenn es der erste DigiPeter empfängt und wiedergibt, dann sind wir bei dem Punkt 2. Wenn der nächste DigiPeter das holt, dann sind wir bei dem Punkt 3. Das heißt also, wenn wir reinhören, werden wir das Rufzeichen von unserem Ballon an verschiedenen Stellen wiederhören. Und aufgrund der Kenntnis, wie ein Paket aussieht, das direkt vom Ballon kommt, kann ich sagen, okay, ich habe den Ballon direkt gehört und nicht über einen DigiPeter. Hier mal ein Beispiel. Das ist ein Ballonprojekt gewesen von der Hochschule in Jena. Da bin ich auf dem Olympiaberg gestanden. Und das sind die Pakete, die entstehen, wenn so ein Ballon am Horizont aufsteigt. Das erste Paket wurde empfangen von DB0 BL und dann über die ganze Kette weitergeleitet. Ich habe dann wahrscheinlich DB0 OAL gehört. So ist das Paket zu mir an die Antenne gekommen. Wenig später kommt das Paket über DB0 EL. Und das letzte Paket, was hier zu sehen ist, da habe ich das erste Mal den Ballon direkt gehört. Man kann hier schön sehen, wie viel Höhe ausmacht. Das heißt, wenn der Ballon so ganz langsam über den Horizont aufsteigt, sieht man hier sehr schön, wie lange das eigentlich braucht und wie effizient Höhe in den unteren Bereichen ist, um hier Reichweite zu erreichen. Wenn man die Station von DB0 EL kennt, weiß man, da ist antennenmäßig nicht viel dahinter. Das ist nur eine Groundplane, die auf 2 Meter dort empfängt. Ich stehe ein paar Meter weiter unten mit einer riesengroßen Yagi, mit einem irrsinnig hohen Gewinn und kann den Ballon nicht hören. Also, Höhe. Wichtig ist, einen guten Standort zu haben. So, was haben wir hier? Eine Trackingstation. Wir haben jetzt gehört, wie man das Signal dekodiert. Und jetzt ist die Frage, wie basteln wir uns mit Linux-Mitteln eine Trackingstation zusammen, um solche Sachen tracken zu können? Ich möchte, wenn ich von meiner Mission wieder zurückkomme, alle Daten auf meiner SD-Karte haben. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich greife mir den Audiostrom ab, den ich in den Rechner hineinschicke. Das geht so. Das ist dieser Zweizeiler. Ganz rechts hinten ist die Datei, in die das reinläuft. Und die Datei wird in Abhängigkeit des aktuellen Datums mit einem Datumsstempel versehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dieses Skript aufrufe, habe ich ein aktuelles Datum da drin. Und es wird alles dort reingepumpt, was an dieser Schnittstelle gerade ansteht. Das hier, das ist ein APRS-Decoder. Er nimmt den Multimon-NG her, dekodiert das. Und jetzt kommt was Lustiges. Der Multimon-NG hat das Problem, dass er mir zwar sehr wohl die Daten liefert, die ich euch vor uns gezeigt habe, aber er liefert mir keine Zeitinformation. Das heißt, wenn ich mir das Log danach ansehe, gucke ich in ein Log und weiß nicht, wann was passiert ist. Und um dieses Problem zu umgehen, schicke ich den ganzen Datenstrom in den AWK rein, ergänze das Ganze um einen Zeitstempel und gebe es dann wieder aus. Und erst dann schicke ich das in meine Datei. Das heißt also, ich habe an der Stelle ein vernünftiges Logging, ich weiß, wann, wo, was passiert ist. Wenn ich jetzt die Datenströme wieder abgreifen will, mache ich nichts weiter als ein Tail auf meinen APRS-Log,
da kriege ich alle Daten, die dort reinlaufen. Will ich nur ein bestimmtes Call haben, hänge ich noch ein Grep hinterher, filtere diesen Datenstrom nach diesem Call. Das heißt, ich bin oben auf dem Berg, habe mein Tablet da und habe zwei Bildschirme quasi mehr oder weniger nebeneinander offen. In dem einen tracke ich den kompletten Datenverkehr und im anderen ziehe ich mir nur das raus, was ich brauche. Fertig, das war's. Dann gibt es hier noch eine kleine Spezialität. Mit dem Befehl kann ich die ganzen Daten, die auf dem APIS entstehen, auf eine Netzwerkschnittstelle umleiten. Wozu ich das brauche, kommen wir später noch. Das ganze System sieht dann ungefähr so aus. Ich habe links auf der Seite mein Pulsaudio, dann zapfe ich meine ganzen Datenströme ab. Die grauen Felder, das sind eben Files, Dateien oder eben ein Port. Und auf der rechten Seite seht ihr dann diese ganzen Sachen, was das Visualisieren angeht. So sieht die Station aus, mit der wir das machen. Mehr ist es nicht. So sehen die Ausgaben dann aus. Auch bei vollstem Licht sehr gut zu lesen. Hier ist im Übrigen relativ wenig Artefaktbildung. Ja, dann habe ich den Rechner für die Hosentasche. Dann kann man sich überlegen, was man noch so alles treibt. Da gibt es verschiedenste Spielarten, was alles noch denkbar ist. Könnt ihr euch überlegen, was für Möglichkeiten ihr da noch haben wollt. Der Spielereien sind da keine Grenzen gesetzt. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht. Das ist dieses X-Aster. Ich weiß nicht, wer kennt von euch das Programm? Ist das? Okay. Das ist quasi eine Open Software und tut so etwas, was wir von apis.fi her kennen. Da sind die Quellen. Visualisierung von APIS-Daten. Hier ist es nicht so schlimm. In den meisten Fällen liegt dieses Programm dem Linux schon bei. Das haben die Distributionen meistens mit dabei. War ich also noch nicht in der Verlegenheit, das zu übersetzen. So kann man es installieren. Und so sieht es aus. Wobei man, wenn man dieses Programm verwendet, hat man schon das erste Problem, dass man hier kein Logging mehr hat, was die Zeitschiene angeht. Das ist dann hier schon schwierig. Hier fallen Daten weg, der schreibt nicht alles. Hier kann ich mein Multimon-NG, dieser Befehl von vorhin, der diese ganzen Datenströme auf die Netzwerkschnittstelle umleitet, dazu nutzen, dass ich mein X-Aster mit den richtigen Daten fülle. Man braucht also hier an der Stelle nur noch den Localhost und den Port angeben und schon visualisiert mir das den aktuellen Datenstrom, der über das Multimon-NG reinkommt. Ich kann hier noch eine Karte auswählen, der kann also auch OSM, schöne Sache. Ja, das mal zum Thema APRS. Dann haben wir noch das Thema SSDV. SSDV, Slow Scan Digital Video. Was machen die da? Die gehen her und nehmen ein JPEG, zerteilen das in verschiedene Frames und übertragen nur noch die Frames. Dafür ist ein spezielles Programm notwendig. Das habe ich da mal mit angegeben. Das handelt sich um einen Fork von FLDigi. Die Daten werden im RTTY-Verfahren übertragen. Es gibt eine Vorwärtsfehlerkorrektur. Leider wieder kein Handshake. Das heißt also, wenn Daten verloren gehen, dann sind sie weg. Der Empfang wird normalerweise über mehrere Stationen koordiniert, die dann wiederum zusammenlaufen auf einen Server. Das ist eine recht interessante Geschichte, weil meistens hängt es nur davon ab, wie die Antennen auf den Ballon draufschauen, ob sie noch richtig empfangen oder nicht. So sieht ein mögliches Empfangsszenario aus. Ein Ballon, mehrere Stationen und dann wird das Ganze auf dem Server zusammenkondensiert. Ja, damit habe ich mich vorgestern rumgespielt. Das Übersetzen des Programms ist nicht ohne. Hier braucht es sehr viel Nerven. Ich würde verstehen, wenn er sagt, dass er davon Abstand nimmt. Also das ist nicht ganz ohne. So wird es gemacht, so funktioniert es. Man muss abwarten, wie da die weiteren Entwicklungen sind, ob das nochmal ein richtiges Paket gibt.
Hier seht ihr mal den FL-Dicky. Den wird so von euch wahrscheinlich noch keiner gesehen haben. Das ist ein Programm, das ist eben speziell für Stratosphärenballone hergenommen worden. Hier habe ich mal die, die Dekodierung von einem Projekt angestoßen. Und wenn das dann alles richtig läuft, dann sieht das so aus. Das sind Bilder, die sind live empfangen. Man sieht ja auch diese Segmentierung, die dann hier eintritt. Der hat also hier, da fehlen noch ein paar Segmente rechts unten. Eigentlich eine schöne Geschichte. Hier mal verglichen. Ein Bild auf der linken Seite, das ich empfangen habe, und hier mal das rechte Bild, das von einem Server empfangen worden, das der Server zusammengerechnet hat. Da sieht man mal, was verloren geht im Verhältnis zu dem, was dann andere so alles noch empfangen können. Ja, kommen wir zu eigentlich dem größten Problem. Nein, wo sind wir hier? Hier sind wir, ja, auch, genau, die Missionen. Wir betreiben bei Charlie 13 seit 2014 ungefähr diesen Sport, dass wir uns um diese Missionen kümmern. Wir versuchen die also zu empfangen. Ja, das Hauptproblem, das wir haben, ist, wer, wann, wo. Das ist ein ganz großes Problem, weil wenn wir wissen, wer, wann, wo fliegt, haben wir meistens noch 2 bis 3 Tage, um uns auf diese ganzen Geschichten darauf vorzubereiten. Das heißt, die Ankündigungen, die wir mitbekommen, sind extrem kurzfristig. Quellen gibt es hier. Wir betreiben bei Charlie 13 eine eigene Mailingliste, wenn das für euch irgendwie von Interesse ist. Entweder schreibt ihr euch selber rein oder ihr schreibt mir eine Mail. Kann ich euch gerne mit aufnehmen. Das ist so das Team, was sich über die Jahre gefunden hat. Das ist vom Olympiaberg oben gewesen. Ja, schauen wir uns die erste Mission an. Der Ursprung war bei mir ein OV-Abend. Da war eine Anzeige, dass der Ortsverband Celle Jugend forscht, unterstützt und so einen Stratosphärenballon in die Luft setzt. Sie haben geschrieben, dass sie APHS machen, das war mir damals noch ein Fremdwort. Und sie haben auch geschrieben, dass sie Sprachausgaben machen. Und da habe ich mir gedacht, Sprachausgaben, okay, da reicht ja ein normales Funkgerät dazu. Dann kam noch dazu, dass ich durch Zufall zu demselben Termin, wo die geflogen sind, noch in den Bergen unterwegs war. Ich war auf dem Heimgarten. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schauen wir uns das mal von oben an. Das war mein damaliges Equipment. Die Antenne würde ich heute vielleicht etwas kürzer machen, aber man lernt dazu. Das weiß ich nicht, geht das mit dem Sound? Kriegen wir das hin? Ja, dann stand ich auf meinem Berg. Tja, das war mein erster Empfang von einem Stratosphärenballon. 500 Kilometer am Stück. So, jetzt muss man sich noch überlegen, wie ist das Ganze denn aufgebaut? Wenn ich auf so einem Berg sitze, ich hatte am Anfang die große Diskussion auf dem OV-Abend, kann ich das hören oder kann ich das nicht hören? Da haben Leute gesagt, naja, ist ja kein Problem, wir kommunizieren mit Satelliten, das wird schon irgendwie gehen. Ja, nur die Schwierigkeit hierbei liegt, in der Tatsache, beim Satelliten muss ich vielleicht 20 Kilometer durch Luft durch. Danach habe ich den freien Raum. Bei einer Entfernung von 500 Kilometer auf dem Stratosphärenballon muss ich 500 Kilometer durch die Luft durch. Und da habe ich ein großes Problem mit der Feuchtigkeit, die da drin ist. Das ist eine Sache, die sollte man beachten, wenn man da unterwegs ist. So sehen dann beispielsweise die ganzen Telemetriedaten aus, die so ein Projekt dann einsammelt. Rot und blau sind Temperaturen.
Das Schwarze, das ist die Höhe. Man sieht ja auch schön, den Aufstieg, der geht immer einigermaßen linear. Und der Abstieg eben nicht linear. Der Fallschirm, ja klar, wenn die Luft dicker wird, bremst er mehr. Daedalus. Das war ein Projekt von der TU in München. Das war der Lehrstuhl für Datenverarbeitung. War ein studentisches Projekt. Die haben nur APRS gemacht. Den Rest der Daten haben sie für sich behalten. Und, naja, die starten in der Nähe. Also, da müssen wir hin. So sieht das dann aus, wenn so ein Ballon befüllt wird. Vielleicht kennt der eine oder andere hier bekannte Gesichter. Der Herr in Blau, der Frank. So sieht so eine Nutzlast aus. Auch interessant, dass die Batterien relativ groß sind. Also die Gerätschaften sind durchaus stromhungrig. Ja, und das ist der eigentliche Start. Mitten aus dem englischen Garten raus. Danach hieß es dann ganz schnell aufs Fahrrad und zum Olympiaberg. Und da oben haben wir dann diese Grafik aufgenommen. Das Interessante an der Grafik ist, das ist also die Höhe und Breite, wo sie lang geflogen sind. Nach oben ist die Höhe. Und hier sieht man sehr schön den Effekt, dass es durchaus passieren kann, dass der Ballon in unteren Luftschichten eine völlig andere Richtung nehmen kann, als wie in den höheren Schichten. In diesem Falle fliegt er wieder zurück. Ja, wir hatten ideale Bedingungen. Das sind die Pakete, die APRS.fi empfangen hat. Und das sind die Pakete, die wir empfangen haben. Und zwar mit dem direkten Blick der guten Antenne und einer sehr schönen Sicht darauf. Das heißt also, das Netzwerk APRS hat hier weniger Daten einsammeln können als wir mit einem direkten Blick darauf. Ja, man sieht also sehr schön, das ist der Teil des Fluges, der sich um die Landung dreht. Ich kriege dann nämlich dann vom Frank einen ganz nervösen Anruf, der sagte, ja, du, mein Ballon ist weg, wir kriegen hier ab 1500 Höhenmeter kriegen wir keine vernünftigen Daten mehr. Und wir haben das also dann problemlos bis auf 1000 Meter runtergehört. Leider führte ein Softwarefehler dann dazu, dass die Jungs von ihren ganzen aufgezeichneten Daten nichts mehr übrig hatten. War schade, hätten sie es per APRS verschickt, wäre es kein Problem gewesen. Ja, das letzte Projekt, was ich vorstellen möchte, Stratobeagle von Regensburg, auch ein studentisches Projekt. Wir haben vom Olympiaturm aus, vom Olympiaberg aus beobachtet. Die Jungs sind zweimal geflogen, haben zwei Kameras mit an Bord gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eines der umfangreichsten Projekte, die ich je beobachtet habe. Sie haben die Bilder ausgesendet und alle Daten, die sie aufgenommen haben. Und das ist wirklich selten. Man hat manchmal so den Eindruck, wenn man diese Sachen beobachtet, dass APRS nur dazu verwendet wird, um den Ballon wiederzufinden. Finde ich schade. Hier geht nämlich eine ganze Menge mehr. Was hatten die Jungs mit an Bord? Die haben Temperaturen gemessen. Okay, das ist üblich. CPU-Temperatur jetzt vielleicht nicht. Druck ist auch okay, aber dann fängt es schon an. Die hatten also einen Sender für UV mit dabei, einen Sensor, einen Geiger-Müller-Zähler mit dabei, um Radioaktivität zu messen. Es war ein Infrarotsender mit dabei, ein zweiter UV-Sensor. Sie haben die Leistungsaufnahme mit drauf gehabt. Also hier ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Kann man danach wunderbar Kurven zeichnen. So sah die Station damals aus. Damals habe ich noch mit dem PC gearbeitet. Auf dem Display leider wieder nichts gesehen. Sie sind relativ nahe bei uns geflogen. Ja. Also an dem Pegel sieht man schon, hier fehlt sie nichts. Und das Highlight, was ich als Highlight empfinde, ist, die haben sogar dem Ballon Twitter-Nachrichten schicken lassen. Und wenn man sich das so ansieht, die erste Zeile, so einfach wie sie dasteht,
Was für ein Aufwand ist notwendig, um diese Zeile schreiben zu können? Der muss erstmal umrechnen und er muss eine Karte mit dabei haben, der ganzen Ortschaften, die in 200 Kilometer Umfeld liegen, um so eine Nachricht machen zu können. Das ist irre, was die da reingesteckt haben. Also jedes Mal, wenn ich über dieses Projekt wieder ansehe, muss ich sagen, Leute, spitzenmäßig gemacht, richtig gut. Tja, und sie haben auch das hier gemacht, SSDV. Das war der erste Start. Das war leider das einzige Bild, was ich empfangen konnte. Den ist beim ersten Start der Ballon leider in den Baum reingeflogen und hat an der Nutzlast einen Schaden hinterlassen. Das Schöne war, ich glaube, 2-3 Monate später sind die nochmal geflogen. Und da hat alles geklappt. Und das sind Bilder, die sind eben im Endeffekt live empfangen worden. Mit diesem SSDV, was ich vorhin erwähnt hatte. Hier ein Blick von der Gondel nach unten. Da geht schon was. Also da hängt der Hammer. Andi, wo bist du? Du bist nicht mehr da. Andi ist geflüchtet. Wenn er ein Projekt machen will, dann bitte so. Ja. Hier nochmal, wer Interesse an dem Thema hat, wir haben auf unserer Webseite so ein paar Projekte, die wir da ausstellen. Ich versuche das aktuell zu halten, also immer wieder, wenn mal ein Projekt da ist, über das ich einen Bericht mache, werde ich das da reinstellen. Der Link auf die Präsentation habe ich auch noch mit angegeben. Ich hatte noch ein paar Schwierigkeiten mit der Präsentation. Es war nicht klar, ob die auf den Stick landet, den ihr heute hier mitnehmen könnt oder nicht. Die Präsentation ist drauf. Parallel dazu, ich werde das ins Internet stellen, wird dann unter dem Link abrufbar sein. Und für Leute, die das hier im Münchner Bereich interessiert, wir haben eine Mailingliste, um eben diesem Problem des Informationsdefizits etwas entgegenzuwirken. Wer Interesse daran hat, sich auf diese Mailingliste draufzuschreiben, Mail an mich oder diesen Link anklicken und sich selber reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Tja, sind wir am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus